Ranel, eine Wüste. Aber sie war es nicht immer hier bei Skywards HD. Leute, schön, dass ihr wieder sehen wollt, wie ich hier wieder in der Wüste komplett lost bin. Ja, okay, ich glaube, ich kümmere mich echt erstmal mal einfach um das, was hier reagiert. Und es reagiert halt in der... Obwohl doch, es reagiert auch dahin, wo ich letztes Mal gucken wollte. An die Kommission, dass man das vielleicht da freigesprengt hatte. Ups. So richtig schnell und easy einfach mal hin. Aua. So war der Weg hier. Halt, hups. Ja, jetzt hier lang. Ohne einzusinken natürlich. Dann auf zur Bombe wieder. Oh shit. Ja, wow, okay, ist der Weg. Ganz ruhig. So, okay. Gut. Der Ding ist wieder da. Leute, wieso ist denn das? Der Ding ist wieder da. Ich bin einfach irgendwo reingegangen und dann spawnen diese Halbmond-Dinger wieder neu. Das ist ja übel. Okay, dann kann man da wirklich viel leichter farmen als früher, oder? So, wo war denn jetzt hier der richtige Weg hier? Nee, okay, ein bisschen noch nach da. So. Okay, jetzt aber hier. Ist das Ding einfach wieder da? Das gibt's ja nicht. Dann geh's nochmal mit. Kling. So, warum ist hier eigentlich so ein Ding zum Wegspringen? Ist noch was versteckt? Kann natürlich erstmal gleich das Ding aktivieren und dann... Oh nein, Hilfe, der Vogel. Der Vogel! So, okay, ja, nur ein Fünfer. So, und haben wir auch schon letztes Mal gesehen, da ist auch wieder so ein Roboter, der hoffentlich wieder Bescheid weiß, um was es sich hierbei handelt. So, Hallöchen. Kann ich irgendwie... Was ist hier los? Du suchst die richtige Kombination, um in das Renal-Stellenwerk einzudringen, Mann. Du siehst komisch aus, komische Kerle, verraten wir nichts, Mann. Fass den Mechanismus bloß nicht an und nicht hineinstechen. Alles klar. Jawollo. Gut, einmal hat's geklappt schon. Oh, ein großes Symbol. Ey, was soll das denn, Mann? Oh, was soll das denn? Seht ihr? Glaube ja nicht, dass dich die richtige Kombination alleine in Steinwelt bringt, Mann. Glaub's bloß nicht. Doch, da glaube ich sehr dran. Okay, dann war das doch halt da richtig, wo ich letztes Mal war. Ich war bloß wieder zu schüchtern, Leute. Ich hatte wieder zu viel Angst. Ist halt so, ne? Ist doch wieder wahr. Okay, also gleich nochmal da drin. Ach ja, dann kommt auch wieder der große Lacher wieder von damals. Ach Leute, das waren schöne Zeiten damals, ne? Beim Blind-LP. Wisst ihr noch, was gleich kommt? Ja, ihr wisstet noch alle. Jedenfalls die, die mich schon so lange verfolgen, natürlich. Lass mal hier Boom machen. Gucken, was da ist. Oh, und aktiviere ich aus Versehen. Nee, ich wollte schon sagen. Ich aus Versehen nochmal den Zeitschein aktivieren, weil das ist gar nicht nötig. So, da komme ich nur, zur Schatztruhe komme ich nur hin mit dem Greifhaken-ähnlichen Gegenstand. Mann, toll. Und der andere also nochmal kurz, ja, okay, gut. Da ist wirklich noch so ein Ding, wo ich hin muss. Da ist nochmal ein Stein. Oh nein. Nein, komm her. So, cool. Doch ein göttliches Artefakt. Holen wir uns auch noch. Aber erstmal schnell hier win. So, okay, wie mach ich denn das jetzt? Ding hier irgendwelche Bomben rum, die ich so auf den Ruf schmeißen kann, weil Ding immer am schnellsten. Ja, oder ich mach einfach, einfach so hier den Weg durch. Brauche gar nicht die als Trittbrett. Braucht doch ja nicht. Aber irgendwie ist da aber trotzdem ein Gitter. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Wow. Oh, ist auch wieder so die Sache, dass hier anscheinend doch ein paar Stellen haben dann hier doch auch wieder so eine Wege unter sich. Habe ich gerade voll gemerkt. Ich habe alles gemerkt. Oh, scheiße. Oh, oh. Ich. Hilfe. Oh, voll abgeblockt. Puh. Da habe ich jetzt doch Angst gehabt und habe einfach mal ganz schnell reagiert. Okay, man kann diese Rollattacken auch abblocken, wenn die auf einen zugerollt kommen. Gut zu wissen. Aua. Nein! Blöde. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, das war geplant. Ich habe sie viele Truhen. Aus dem Hinterhalt einfach, da kommt der Link einfach an die Saus. Ey, cool. Ich freue mich über Geld. Okay, dann ballern wir jetzt mal ein bisschen rum hier. Was sind denn für Viecher hier? Okay, jetzt sind die unter Strom. Einfach. Okay, die kann ich so ja bewegen. Aber will ich die denn bewegen? Das ganze Ding ist jetzt hier aktiv. Sehr cool. Dann kann ich hier noch ein bisschen.
Warte mal ein bisschen hier hoch. Jetzt sieht man hier die Wege, die unter Sand waren. Okay, da war noch eine Truhe irgendwo. Du hast keine Chance, ey. Einfach von oben so richtig runtergespiked. Tschüss, Mann. Die droppen aber keine Schädel. Ich hab dann extra die Schatzmedaille dabei. Was ist denn das? Schatzmedaille irgendwie. Nee, bringt nichts. So. Jetzt die erstmal die falsche wieder, wisst ihr? Und was hinten? Da hinten ist diese Ding da. So, was war das hier? Ah, okay, da muss ich so ein Ding hier reinballern, verstehe. Komm mal mit hier. Da, ja, okay, die muss so loslassen. Bams. Kick die da einfach rein. Pass auf. Wie meint ihr das am besten? Muss ich doch lieber grabben? Ich würde ja irgendwie. Warte mal, komm mal schnell mit. Ganz schnell, Link, ganz schnell. So. So ist doch perfekt. So ist doch perfekt. Keine Ahnung, ob man das so machen soll. Ich hab's jetzt einfach ganz schnell gemacht, weil wirkt da halt machbar. Gut. So, der Weg aber vom Rückweg gleich nochmal hier gucken. Ich aktiviere das aber schon mal. Oh, nochmal zwacken. Jetzt hab ich aber wirklich. Jetzt kann ich sogar mit dem Herzcontainer von Terry holen. Der Herzcontainer. So. Tja, wieder reinstecken und. Klacks. Tja. Das Donnersymbol. Okay. Akku ist ja so richtig die Karte. Ja, wir haben zwei Truhen. Sehr schön, aber ob hier noch mehr sind, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es zeigt bloß die offenen an. So, da oben ist noch eine Truhe da oben. Wie komme ich denn da hin? Sag nicht von irgendwie von oben. Oh. Wie kommt man denn zu dieser Truhe da? Vielleicht, wenn hier irgendwie. Aber nee, wenn jetzt hier wieder Sand ist, dann ist doch hier alles dicht. Nee, eigentlich nicht. Ist doch nicht dicht. Oh, Link, als ob du da nicht hochkommst. Enno. Okay, warte, da muss ich nochmal schnell zurück. Und den Schalter aktivieren. Da ist so eine große Truhe. Die will ich haben. Ich will auch ein bisschen Herzen haben. Weil der war schon wieder ein bisschen übel. Aber ich krieg natürlich keine, ist ja klar. So, dann baller ich mal wirklich von der Ferne ab. Sind natürlich die Viecher wieder da. Und da habe ich ja gesehen, da hinten kann ich buddeln. Aber auch wenn ich dann natürlich. Wenn ich natürlich die. Na, ihr wisst schon, Mensch. Wenn ich da erstmal hinkomme. So. Okay, das Vieh erstmal weg, sehr gut. Das ist mal alles schön nach und nach, ne? Also, wie komme ich denn da hin? Da kommt ja niemals hin. Ups. Ich meine, das ist doch. Da ist eine Truhe, da komme ich so aber nicht hin. Da müsste ich irgendwie mit dem Käfer hinfliegen. Aber ob mich der Sand denn da hochheben würde? Nee. Mit dem Ding hier transportmäßig kann ich den auch nicht machen. Nein, dann nicht. Boah, da kommt einfach ein nächster. Oh, oh. Menno! So, ich will doch erst schnell hier hin. So. Wem? Okay. Und dann hat die Musik natürlich... Ja. Okay, hau bloß ab, ey. Muss ich natürlich erstmal hier nochmal schnell ranballern. Sonst klappt das nicht. Hau doch mal ab, du mit 4, ey. Richtig dumm, einfach abgeballert. So. Ich will doch hier bloß kurz buddeln hier. Toll. Wegen 2 Fünfern jetzt, oder was? Hab ich so viel gelitten? Ah. Okay, aber warte mal. Wie komme ich denn hier hin? Wenn hier alles voller Sand ist. Ist das vielleicht. Oder wenn hier. Wenn hier alles voller Sand ist, gehe ich ja unter. Wie kannst du hier einfach hier hochsprinten? Das ist halt echt nur eine Truhe. Oder ist das irgendwie. Nee, doch von oben? Das ist jetzt interessant. Lass mich mal erstmal überlegen. Oder ist das vielleicht tatsächlich echt für später erst? Nee, da, guck da oben liegt. Was denn da oben? Nochmal drauf? Ey, das war nochmal so ein Ding. Wie kommt man hier nochmal hin? Mit dem kleinen Käfer hier durchfliegen, das bringt ja auch nichts. Auf jeden Fall, aber Stromkreis ist geschlossen. Die Dinger hier schieben ist ja auch nicht. Nee. Bam. Ja, und diese anderen Viecher, die da immer wieder am Leben sind, die nerven ja auch nur. Bin jetzt aber neugierig. Ich meine, mit dem Käfer durchfliegen, wenn das Ding hier so ist,
Ich habe auch schon gesehen, der Boden wäre halt tief. Also ich würde da nicht durch hier rankommen. Aber auch mit Umpusten und so weiter. Das ist doch irgendwie... Das kann ja nicht sein. Ganz kurz mal schauen. Also natürlich, diese Edeldinge kann ich natürlich mitnehmen, das ist ja klar. Das Ding hier, so. Aber dann ist hier alles voll, hier ist eine Truhe. Los, nimm die Truhe mit, schnell. Das wäre geil. Voll die große Truhe einfach so tschuff mitgenommen. Nee. Hm? Mit dem Ding da hinfahren? Wie komme ich da, wie kommt man da hin? Ihr seht ja, die Ausdauer ist mega lächerlich. Das klappt nicht für den armen Link. Er wird es nicht schaffen, Leute. Er hat keine Chance. So, genau wie das Vieh hier nicht. So. Jetzt halt, ne? Los, jetzt fahr da hin zur Truhe. Ja, nee. Hm. Wird das aber schön wissen. Wie komme ich denn da hin? Los, Link! Ja! Nee, das klappt nicht. Oh, es ist aber interessant. Wie soll das gehen? Wie gesagt, Bombe hinrollen, mich hin selber hinrollen? Nee, das klappt ja alles nicht. Wie die Zeit auch zurückdrehen? Nee. Wie gesagt, eine Sache wäre vielleicht noch. Eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist halt mit dem Käfer zurückfliegen, dass der Sand mich dann vielleicht hochhebt. Aber ich guck mal. Ich guck einfach mal. Weil der Sand sieht ja so aus, der sinkt ab und kommt hoch. Ne? Deswegen meinst du, kurz probieren, Leute. Ich probier's mal. So, am besten, oder sich hier denn sofort raufrennen kann. Jetzt kommt's. Entfernung zu weit weg und ich komme gar nicht erst ran. Das wäre mies. Oder ich bin sofort tot. Kann ja auch sein. Mal gucken. Aber würde aber Sinn machen, ne? Einfach so und dann. Zwing! Ja, komm, bitte. Schön Link hochgehoben, bitte. Ja, er hat ihn hochgehoben. Perfekt. Einfach nur nice. Es wird sogar belohnt mit einer seltenen blauen Vogelfeder. Okay, gut. Dann aber jetzt trotzdem nochmal schnell wieder zurückmachen. Dann haben wir alles geschafft. Also dann ist doch alles geschafft. Dann gehen wir hier auch raus. Ganz versprochen. Auf jeden Fall ins Ranel-Steinwerk kommen wir heute noch. Das ist Fakt. Obwohl ich natürlich noch ein paar göttliche Artefaktblöcke und sowas haben möchte. Da müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Da müssen wir nochmal drüber reden, Leute. Falsche Richtung. So, das ist ja wirklich alles. Alles gefunden, sehr gut. Raus hier, bevor ich noch mehr blaue Flecken kriege. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie verloren. Wie geht das denn? Okay, dann jetzt mal in Richtung Block. Wir sind überall diese Felsdinger. Ich bin immer so... Ich habe irgendwie das Bedürfnis, die zu aktivieren, aber am Ende ist da bestimmt eh nichts drin. Oder irgendwie so ein Scheiß nur. Booms! Ja, oder halt wirklich gar nichts. Okay, so, was ist da hinten? Da ist so ein Block. Wie komme ich denn zu dem hin? Ah, ich glaube, das war sogar echt hier nur über so einen Umweg hier. Aber ist das ein Umweg, den man machen kann? Guck mal, da hinten sieht man das. Nee, okay. Nee, da sehe ich auch schon wieder so einen Greifhakenpunkt. Dieser Block, Leute, ist erstmal out of reach. So. Wir brauchen noch einen so ein Ding zum Heilen. Komm, da ist wieder das Artefakt da drinne. Ja, sag mal. Ja, wenn ich es mitnehmen kann, muss ich es mitnehmen. Und gleichzeitig noch ein paar Bomben grabben. Stups. Wie kann man die hier unendlich lange farmen? Ich meine, ich sammle das Ding jetzt ein, gehe nochmal in diese eine Höhle da drin, gehe wieder raus und ist das Ding wieder da. Ja, gut. Aber leider, natürlich, das ist ja auch wieder so ein bisschen doof. Leider ist das nur für Verarbeitungszwecke. Ich glaube nicht, dass man das verkaufen kann. Oder halt, warte mal, da will ich jetzt nicht zu viel sagen. Ich glaube, man kann auch Schätze verkaufen. Ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Nee. Okay, halt, nee, das ist hier falsch. Ich muss schon hier lang. Weil sonst sind die Mauern zu groß. Und man kommt hier nicht vorbei. So, jetzt wäre es doch geil, wenn ich jetzt hier lang laufe. Ja, so ein bisschen sind auch die Gegner wieder da, um mich richtig schön zu verarschen. So, und dann hoffentlich einfach, ja, nach da. Guck nicht so, ihr fiesen Gegner. Ein bisschen Gras ist auch eine gute Markierung hier. Ja. So. Gut, das sind wieder Libellen. Will ich erstmal nicht. Kein Bock auf Libellen. Ich guck hier hoch. Hier ist absolut nichts. Da war ein Riss in der Wand. Ja, komm, da muss ich hin. Obwohl, ich glaube, das ist ja diese komische Abkürzung. Oder dieser Weg zu dem Block da. Das ist, glaube ich, das hier. Den können wir aber, glaube ich, noch nicht machen. Wieder komplett umsonst da runter. Jump, Mann. Aber ist doch nicht schlimm.
Guck mal, ein bisschen Geld gibt es doch trotzdem. Nimm mal schön Geld. Dann mal schnell bestätigen lassen. Da ist nichts zu machen, glaube ich. Na, komm, an die renne ich mal vorbei. Oder kann es auch sein? Oder vielleicht ist es auch... Ah, da guck mal, eine kleine Belohnung gibt's. Eine ganz kleine gibt's. Wow, in Form eines riesigen Schleimhügels, Alter. Keine Zeit für dich. Es ist sogar ein Herzteil. Noch ein weiteres fehlt. Da haben wir wieder einen Herzcontainer voll. Toll, erst das jetzt. Immer wieder fusioniert ist mit dem. Das geht aber nicht. So, komm her. Link, einfach mal einstupen. Ups. So. Ja, und hier ist jetzt halt ne, nochmal ein schöner Pfad mit dem späteren Greifhaken. Haben wir aber nicht. Aber jetzt nur ein Herzteil würde noch fehlen. Dann wäre die erste Herzreihe voll. 10 Stück. Boah. Lass mich in Ruhe. Das hat aber wieder ein Stück viel Zeit vertrödelt, ey. Es hat sich aber gelohnt, finde ich. So, ich glaube, da komme ich aber rübergerannt. Also, nee, wir haben nicht so viel Zeit verloren, dass ich jetzt nochmal komplett zurück muss. So. Komm, Link, jetzt schaffst du doch, Mann. Okay. So, Leute, was meine ich jetzt mit der absolute Brüller von damals, Leute? Ihr wisst es doch alle noch. Ihr wisst doch noch, wie ich hier total verkackt habe. Weil ich hier irgendwie dachte, irgendwie man musste noch einen besonderen Mechanismus oder sowas. Oh, shit. Einen besonderen Mechanismus irgendwie aktivieren, um eine gewisse Tür zu öffnen. Aber nee, wusste man gar nicht. Ach ja, da erinnere ich mich ja so gerne dran zurück, Leute. Vor allem, ihr wart alle so nett damals. Ach, Mensch. Jeder andere hätte damals aufgehört, aber ich habe gedacht, ach komm, ich schluck's einfach runter. So war das, Leute. Man hat aber auch ein bisschen mehr Ertragen früher, ne? So ist wahr. Lass mich jetzt kurz wieder das Ding hier aktivieren. Zum Lagerhalle. Okay. Und dann aber hier jetzt eine ultimative Abkürzung wieder, die ja wirklich ganz zum Schluss, ne, ganz zurück bis zum Anfang führt. So ist doch schön. Jetzt haben wir hier richtig krass, guck mal hier, Alter. Boah, wir sind im Anfangsgebiet, cool. Es ist da wieder... Okay, der Göttinnen-Artefakt hat sich geändert. Der Schatz der Göttin hat sich geändert. Hier in so ein Ding. Bling, bling. Na, bling, bling, hat gesagt. So. Ich glaube, den göttlichen Stein da hinten, den kriegen wir, glaube ich, doch erstmal noch nicht. Nee. Na gut, okay. So, jetzt wieder nicht wieder so rumeiern, rumtrödeln. So, ja, ich hab hier echt gedacht, verdammt, wie krieg ich denn diese Tür da auf? Diese Tür, ich dachte irgendwie, ah, die ist doch zu, die muss da, keine Ahnung, warum? Ich dachte, die muss irgendwie mit einem Mechanismus aufgemacht werden. Aber nee, das ist halt eine ganz normale Tür. Ich hab doch keine Ahnung, Leute, das Spiel war blind, man war jung, man war aufgeregt, ja. Ihr wisst es doch. So, okay, nochmal so ein Rätseltunnel hier. Rätselgang. Was sind denn so ja Notizen? Putzplatz für den Tempel, die Bauleitung. Putzplan, meine ich. Verdammt. Da schwer, kein Bock hier auf diese Viecher hier. Was ist denn überhaupt da? Wow. Okay, hold up. So, komm mal her. Die sterben wir sowieso wieder. Jetzt wissen wir wieder nicht, wo hier der Boden versinkt und wo nicht. So, na, komm her, komm her, komm her. Okay, down. Hier ist noch kein Zeitstein. Kann ich hier auf der Karte eigentlich auch gucken? Nee. Hier sieht man nicht so wirklich, wo hier noch begehbarer Boden unter uns ist oder so. So, ich stehe. Hat keine Chance, der Dürre. Machen wir Ranell grüner, die Bauleitung. Ja, das ist immer noch ein toller Plan. Ja. Okay. Schleimi. Oh, Bomben. Achso, du hast 10 Bomben erhalten, Alter. Wurf oder rolle sie, um weg in die Luft zu springen. Bis du sie brauchst, kannst du sie in deiner Bombentasche sammeln. Jetzt haben wir zum ersten Mal Bomben, wo wir sammeln. Das, verwirrt mich ein bisschen. Hey, wo ist denn jetzt hier so ein oder Zeitstein? Komm doch mal raus jetzt hier. So, ups. Also, wenn ich das Vieh nicht sehe, kommt es auch, glaube ich, nicht angerollt. Weil der noch hinter mir steht. Ah, da ist er. Tada! Der Zeitenstone! So, und da ist auch nochmal eine Truhe da oben. Okay, da kann ich sogar hochklettern. Und hier sind mehrere Blöcke zum Schieben. Ja!
Wow! Alter! Überraschungsangriff! Hallo? Nee, also. Wieso konnte er jetzt nicht hochspringen? Jetzt aber! Herzchen! Okay. Das war diese komische Elektrophilie. Hau bloß ab. Nicht wie runterschubsen. Ey, Schuhe, geil. Schuhe. Und das Vieh einfach. Er hat mein Geld geklaut. Ja, sorry. Ah. Aua. Was? Voll fies. Ich den mal abblocken. Das geht doch nicht. Okay, Buddeln, Leute. Aber ich glaube, der Part ist vorbei. Leute, wir haben es doch noch nicht ins Ranell-Steinwerk geschafft. Scheiße. Es tut mir leid, Leute. Erstmal bumpen. Tut mir leid. Aber beim nächsten Mal. Da okay. Nee, ich glaube, ich musste ja hier mit dem Sand rüber. Hier ist der Sand wieder so flüssig, dass man da. Wieder per Transporter dahin kann. Buddel, Buddel. Okay, 15 Gubis. Die so doof immer wegfallen. Hier geht's nicht hoch. Hier auch nicht. Alter, links, rechts, links. Tot. Kann ich hier nicht irgendwie. Vielleicht kann ich da rüber springen? Aber das ist aber schon noch so eine Buddelstelle. Nee, was ist denn da? Achso, hier war der eine Stein. Nee, okay, gut. Leute, ich würde sagen, ja, wir machen erstmal wieder Schluss hier für heute. Beim nächsten Mal, Leute, das Ranell-Steinwerk. Wir haben dann drei Kombinationen in petto und müssten reinkommen. Und das ist ja alles bloß eine Abkürzung, die uns halt. Eine Abkürzung, besser gesagt, ein Umweg, um halt zu Zelda, zum Tempel der Zeit zu gelangen. Ciao, ciao!